Huawei hat heute hier in London das P9 vorgestellt. Und da hole ich mal als erstes zum Vergleich das P8 daneben, das Vorgängergerät. Und da sieht man auch schon, da hat sich jetzt nicht wirklich viel getan vom Design her und auch nicht von der Größe. Also das ist fast absolut identisch. Ist jetzt gerade mal 4 Gramm leichter, 144. Und ihr seht ja auch hier schon, Vorgänger hatte ja auch schon dieses Aluminium-Unibody-Gehäuse. Da ist alles ziemlich gleich geblieben. Trotzdem fühlt es sich ganz schön anders an, weil auf der einen Seite, ich habe jetzt hinten so ein bisschen abgerundet und auch vorne hier, man spricht da so von 2,5D-Glas, weiß nicht, ob man das so erkennen kann, so ein bisschen an den Kanten, hier leicht abgerundet, kissenförmig sozusagen vorne und hinten. Dadurch fühlt sich das für den Daumen sehr viel angenehmer an und hinten für die gesamte Hand. Also dadurch haptisch auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Display ist aber komplett gleich geblieben, 5,2 Zoll wieder, auch die Auflösung 1080x1920 Pixel. Weiterhin ein IPS Dual Domain, bedeutet also, ich habe diese hohe Blickwinkelstabilität. Ja, und da mag sich der eine oder andere inzwischen fragen, ja und warum dann ein neues Gerät, da gibt es schon einiges. Hauptsache ist natürlich vor allen Dingen auf der Rückseite zu sehen, jawohl, einerseits natürlich Fingerabdrucksensor, aber vor allen Dingen hier diese Dual-Kamera, die man in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt hat, die natürlich auch sehr viel Know-how zugesteuert haben, Software und vor allen Dingen auch die Linsen entwickelt haben. So, und der Trick bei der ganzen Sache ist, dahinter sitzen zwei Sensoren. Einmal ein RGB-Sensor, also Farbe, der übliche, und der andere ist schwarz-weiß, bedeutet zwei Sensoren. Ich habe natürlich sehr viel mehr Lichtausbeute. Huawei spricht da von 200% mehr Licht und 50% mehr Details. Vor allen Dingen aber auch der zweite Sensor, der schwarz-weiße, macht natürlich nicht nur schöne Schwarz-Weiß-Fotos, sondern vor allen Dingen, der kann auch sehr viel besser die Kontraste erkennen. Das wird hier kombiniert. Und nicht zuletzt kann ich natürlich diesen schönen Trick, manche werden es wahrscheinlich schon kennen von Nokia-Geräten, dass man hier beispielsweise so ein Foto auch nachträglich noch, was die Tiefenschärfe betrifft, bearbeiten kann. Dass man also eben halt den Fokuspunkt setzen kann und dann so sehe, sage ich jetzt mal, das nackte Foto aus bei maximaler Blende. Und dann halt beispielsweise sagen kann, ich hätte jetzt hier gerne diesen Stern ein bisschen mehr betont oder was auch immer. Und dadurch natürlich das ganze Bild nochmal in der Gesamtanmutung nochmal deutlich verändern kann. Ist jetzt nichts Neues, aber für Fotografen mit Sicherheit interessant. Und das ist natürlich das geeignete Stichwort, um auch mal kurz einen Blick hier in die Kamera zu werfen mit diesem Pro-Modus. Den holt man ganz einfach hier unten hervor. Und da kann man eben halt alles Mögliche, kennen wir ja auch von anderen Herstellern, Belichtungszeit, übrigens auch bis zu 30 Sekunden, das scheint mir nicht ganz selbstverständlich zu sein, so extrem lang, Weißabgleich und was weiß ich, alles nochmal manuell steuern. Was auch neu ist, von links werden jetzt die Modi reingewischt, die lassen sich jetzt endlich auch Gott sei Dank im Querformat anzeigen, was ja das Native eigentlich ist bei der Kamerabedienung. Das sieht zwar schick aus hier von diesem Wechsel, hat allerdings so ein bisschen den Nachteil, dass man sagt, okay, Querformat sitzt Foto links unten, im Hochformat sitzt Foto links oben. Wenn man da so nach Positionen sich in der Regel richtet, ist das natürlich ein bisschen irritierend, aber trotzdem auch das ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Von rechts, ihr seht, wischt man die Einstellungen rein, die allerdings noch nicht jetzt hier im Querformat zu sehen sind. Schade, das hätte ich mir gewünscht. Und wo es dann beispielsweise ein paar Neuigkeiten auch gibt, wie Filmmodus, dass man also Film in Bezug auf früher Filmbelichtung, verschiedene, so ich sage jetzt mal, Hochglanz und Seidenmatt beispielsweise hätte. Also da gibt es dann schon ein paar Neuigkeiten zu entdecken. Das meiste ist allerdings durchaus bekannt von Huawei her. Und man kann natürlich dann auch, das wollte ich jetzt nicht unterschlagen, auch gleich hier den entsprechenden Modus mit der Tiefenschärfe auch hier von Anfang an ermitteln. Ich gehe jetzt noch einmal wieder zurück hier in den Normalmodus. So sieht das dann eigentlich aus und habe natürlich dann auch hier noch verschiedene andere. Das kennt ihr alles. HDR allerdings noch nicht Automatik leider. Das hätte ich mir jetzt dann natürlich auch noch gewünscht für so eine Foto. Profikamera, aber ein paar Wünsche bleiben ja immer offen. Ja, Frontkamera mit 8 Megapixel, das ist gleich geblieben und selbstverständlich ist jetzt auch neuer Prozessor unter der Haube. Jetzt ist es der Kirin 955, wieder 8 Kerne, allerdings jetzt mit 1,8 und 2,5 GHz getaktet. Also da können wir ordentlich Power erwarten. 3 GB Arbeitsspeicher hatte ja schon der Vorgänger.
Und dann natürlich auch 32 GB interner Speicher, 16 war ja beim Vorgänger. Und man hat jetzt hier drüben nur noch einen Slot, also nicht zwei getrennte für SIM-Karte und SD-Karte. Allerdings nicht diesen Hybrid-Slot. Das heißt also, man kann jetzt nicht sagen, statt SD-Karte brauche ich nicht, lieber eine zweite SIM. Das geht nicht. Angeblich wohl auch nicht global. Also das scheint überall weltweit so zu sein, dass es keinen Hybrid-Slot mehr gibt. Wobei international soll es noch ein Gerät geben, wahrscheinlich vornehmlich in asiatischen Märkten. Mit 64 GB internem Speicher braucht man, glaube ich, auch nicht, wenn man die SD-Karte hat. Neu ist außerdem hier unten der USB-Anschluss. Ihr erkennt es vielleicht schon, das ist dieser neue Typ C, bedeutet, man kriegt das Kabel sehr viel einfacher rein, vor allen Dingen auch beidseits. Allerdings noch nicht USB 3.0 oder 3.1, sondern das klassische 2.0. Das heißt also, was die Datenrate und Strom Übertragungsmenge betrifft, noch klassisch, müssen wir da mal gucken, wie es mit den Ladezeiten hier aussieht. Und last but not least sollte man auch noch wissen, dass man jetzt hier Wireless LAN AC hat, dementsprechend auch von Wireless LAN N5 GHz Band unterstützt wird. Das war beides beim Vorgänger nicht der Fall. Und LTE nach Cat6, also 300 Megabit pro Sekunde. Also ihr seht schon, ein bisschen was hat sich getan. Android 6 natürlich wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Emotion UI kennen wir von Huawei inzwischen. Jetzt Version 4.1, Bluetooth 4.2. Ich glaube, damit habe ich jetzt alles Wesentliche erwähnt. Und nicht zuletzt Akku fest verbaut, kennt man ja, 3000 mAh. Ampere-Stunden, also ein bisschen mehr als der Vorgänger hatte, 2680 bei, wie gesagt, identisch großem und auflösendem Bildschirm. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das dann hoffentlich auch entsprechend länger läuft. Das können wir auch schon relativ bald feststellen in den Tests, denn das soll jetzt schon ab Mitte April verfügbar sein, das P9, und soll kostenunverbindliche Preisempfehlung für Deutschland 569 Euro ohne Vertrag. Gibt übrigens zwei Farbvarianten. Das noch als letzte Information. Das hier ist Silber, dementsprechend hier dieses weiße Inlay. Das ist so ein bisschen mit Glas hier noch abgedeckt. Und dann gibt es noch eine etwas dunklere Variante, die nennt sich dann Grau. Und da ist das hier oben dann schwarz. So, das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Als erster Eindruck hier aus London vom Huawei P9. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.